Zum Abschluss des zweitägigen Aufenthaltes des Tourtrosses der Österreich-Rundfahrt hatte die Gemeinde St. Anton und der Tourismusverband zu einem Empfang ins Museum in St. Anton geladen. TVB-Direktor Martin Ebster bedankte sich dabei vor allem bei den Tourverantwortlichen, dass man auch dieses Jahr zwischen den Etappen in Vorarlberg und Tirol in St. Anton übernachtete. Wir Schöneres geben, wir auf dieser schönen Welt in unserem Leben. Ja, weltweit sind sie sehr bekannt. Nicht nur bei uns sind Tiroler Land. Es verrät sie ihr treuer Blick und ihre Mähne in das goldene Pferd in einem Herz so fein ist beliebt bei groß und klein. Das schönste Pferd der Welt ist genannt.